Betten, Throne. Ach, sowas brauche ich gar nicht gucken. Ich gucke nach den verbotenen Sachen. So. Den nehme ich den Dampfbefehl mal weg. Wolfgang Bars. Jetzt habe ich auch schwarze Bronze. Grades. Und hier den Dampfbefehl mal wegnehmen. So. Sag bloß, wir haben auch unsere ganzen Finished Goods wieder, die wir ertauscht haben. Das wollte ich doch gar nicht. So, verbinde dich mit einer Brücke. Und zwar mit... Genau, mit der da. So. Dann wissen wir, wir müssen den Hebel hier oben drücken. Dann geht die Brücke runter. Also weg. So, wie schaut es hier unten aus? Hier brauchen wir einen Mining-Befehl hier und hier. So. Gut. Ich würde wirklich gerne wissen, warum ich nicht einfach hier rauschanneln kann. Und einfach hier rausgraben. Das muss ich noch herausfinden. Jedenfalls weiß ich, dass ich im Stock jetzt Anvils habe, die ich schmelzen kann. Zwei sind verbaut, der Rest kann geschmolzen werden. So, dann kriegt die Smeltery hier den Metal Object Auftrag. So. Charcoal müssten wir hoffentlich noch genug haben. Bars. Wo sind Bars? Bars. Ja, haben wir noch 18 Stück. Sehr schön. Und ja, wie sieht es hier oben aus? Hier brennt gerade alles ab, aber zum Glück. Naja, die Bäume brennen nicht ab und es geht zum Glück keine Ebene weiter nach unten. Und da oben hat es aufgehört abzubrennen. Ja, so garstig kann ein Drachenangriff sein. Jetzt fackelt hier der Drachenodem alles ab. Auf dieser Ebene. Aber komischerweise die Bäume lässt er in Ruhe. Und der Drache wird auf den Refuse geschleppt. Ist ja auch mal nett. Also ja, ich habe echt erwartet, dass der Drache unser Untergang wird. Und ihr könnt... Naja, okay, ihr könnt mal weiter brauen, bis alles an Sweetpots und Dings verbraut ist. Ja, was haben wir denn hier noch im Brew-Erlaubnis? White Strawberry. Ah. Nee, halt. Irgendwelche Tubers. Nein, die sollen nicht verbraut werden. Sweetpots und Cave Wheat. Die sollen verbraut werden im Augenblick. Du wirst verkocht. Die Sachen. Hydewood Seeds. Die können verkocht werden. Cave Wheat Seeds nicht. Sweetpot Seeds. Wow, haben wir jetzt wieder Cave Wheat Seeds. Pigtail und Plump Helmet. Ja. Sieht gut aus. Und wir haben eine Katze. Wir haben eine Katze, die bitte butchern. Und den Donkey auch.
Was machen die beiden? Du tust ein Objekt schmelzen. Gucken wir mal bei F3. Ja, hier sieht es schon mal gut aus. Channeln wir am besten. Ne, erst einmal Designation. Dump. So. Das hier einmal dumpen, bitte. Und ich glaube, da wurde der Drache abgelegt, oder? Nein, das ist ein Donkey. Ich glaube, der Drache kommt erst noch. Okay, der Drache kommt erst noch. Aha. Oh, hier wurde... Was liegt hier? City Clay, ah ja. Designation, Blödsinn. P. Refuse. Stockpile. So und so. Und hier kommen keine Corpses hin und keine Body Parts. Sondern nur der ganze Rest. So, und dann können wir den Stockpile hier oben auflösen. P. Remove. Diesen Stockpile. So. Dann können nämlich die ganzen Knochen und so weiter mal nach unten getragen werden. Die ganzen Shells, Reindeer Bones und so weiter. So, wie sieht es beim Eingang mit den Bodenplatten aus? Sieht gut aus. Und hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt muss ich am Schluss nur noch herausfinden, wie ich das Wasser wieder ableite. Vielleicht muss ich da wirklich dann eine Pumpstation hier irgendwo aufstellen. In dem Bereich hier. Und das Wasser einfach wieder hochpumpen. Zurück in den Fluss. Die Pumpstation wird dann halt mit dem Water Wheel angetrieben. Aber das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Das gucke ich dann nach dem nächsten Cut. Und wir haben wieder jede Menge Bags. Also kann ich... Naja, Platz zu Bags wird immer noch gemacht, aber mein Tenner ist ja auch gleichzeitig der Butcher. Davon sollte ich demnächst wahrscheinlich noch einen zweiten und es klingelt an der Tür. Moment bitte. Also Trash im Sinne von Dreschen, nicht im Sinne von Müll. Ja, und hier geht's richtig schön ab. Also Vorräte haben wir genug zurzeit. Warum liegen hier eigentlich Buckets rum? Habe ich hier nirgendwo einen Stockpile, der Buckets aufnimmt? Nein, du nimmst keine Buckets auf. Permit. Was ist eigentlich in den ganzen Kisten gelagert? Gar nichts, die sind einfach leer, die sind da als Überschuss, okay. Du schmelzt Objekte, du buddelst. Was buddelst du? Ah, du buddelst die Schatzkammer aus. Sehr gut. Schon mal Türen bauen, davon haben wir genau zwei Stück. So.
Damit ist die Schatzkammer schon mal sicher. Und hier kann ich jetzt mal sagen, make bone bowls with pizza. Das macht mein Knochen-Crafter da Knochenbolzen. Von dem brauche ich übrigens auch mal noch einen zweiten, weil ich habe ja da zwei Crafts-Workshops für Knochen extra. So, was wollte ich als nächstes? Ach ja, hier unten. Jewelers Workshop. Cut Gems. Achso, ich muss da auch den Gem auswählen. Cut Silty Clay, nein. Cancel. Cut Türkis. Wir haben sehr viel Rock Crystal. Also werde ich auch Rock Crystal hinzufügen. 10-mal. So. Jetzt haben wir, macht unser Game Maker mal 10-mal Rock Crystal. Wir können ja mal kurz in die Stocks gucken. Bei Rock Crystal, die müssten irgendwo, glaube ich, auf der zweiten Seite oder so sein. Nestboxes haben wir jede Menge. Da habe ich, oh ja, die habe ich ja auch auf den Auftrag gegeben. Nein, ich glaube, hier sind sie doch nicht. Ich glaube, die sind doch hier auf der ersten. Nee, Raw Fish nicht. Drinks. Games, nach Games muss ich gucken. Genau, da. Raw Game. Wir haben jede Menge Türkis und Rock Crystal, ja. Gut. Knochen haben wir jede Menge. Die werden da abgeliefert. Ich glaube, das Grüne sind Pond Turtle Shells und das Weiße sind Knochen und Schädel. Sehr gut. So. UMQ Rock Door. Mal 30 neue. Und Türen brauchen wir nämlich jederzeit. Welche? Man sieht, hier brauchen wir nämlich schon wieder 4 Stück. So. Ja, der Drache war ein kleines Problemchen. Aber in der Zwischenzeit ist ja, also zwischen dem Cut und dem Drachen ist zum Glück nichts passiert. Das ist doof, wenn mitten in der Aufnahme einer an der Tür klingelt und dann auch nichts Gescheites will. Ich hasse Vertreter. Aber gut, wir haben unsere Wassergrube fast fertig. Ich gebe der Wassergrube übrigens in einem gewissen Abstand nochmal eine Ebene. So, damit da sich auch Pond Turtles und Fische einnisten können. Gut. Ja, wir machen immer mehr Fortschritte und wir überleben auch die seltsamsten Angriffe. Ich wäre ja mal froh drüber, wenn endlich mal ein Goblin-Angriff oder so kommen würde. Was sagt eigentlich mein Militär, meine Squads? Die sind gut dabei, auch wenn vorher nicht alle Leute anwesend waren. Was sagt die Ammunition? Die sieht sehr gut aus sogar. Ein Bronze- und ein Stahlbolzen sind nicht zugänglich. Die sind wahrscheinlich mit meinem General untergegangen. Und wir haben jede Menge einzelne Bolzen. Gut. Munitionsprobleme haben wir, glaube ich, nicht so schnell. Unser Lever scheint angeschlossen zu sein. Das finde ich gut. Meine Zwerge schleppen Steine. Sehr gut. Also. Dann würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Und dann bis zum nächsten Mal.